So, ihr Lieben, nachdem wir fleißig in Episode 1 gewütet haben, wüten wir jetzt in Episode 2. Und da drücke ich einfach mal auf Fortsetzen und freue mich schon auf ein neues, schönes Kapitel hier mit den beiden Weibsen bestimmt mal wieder. Was heißt mal wieder? Is here by Revelations 2. Ja, aufpassen. Claire Redfield, kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Wie ist da draußen überhaupt jemand? Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Wartet, kann ja wohl nicht wahr sein. Zählt ihr hier einen Flachs? Globig ihr ja nicht. So, Episode 2, Contemplation, wie angekündigt, geht's wieder rund und Franz Kafka spielt irgendwie lustigerweise eine ganz große Rolle hier. Keine Ahnung, warum, was das soll. Vielleicht kennt ihr euch ja mit Kafka aus, ich nicht. Ist mein Leben geil. Genau wie Kitschertschuh, Mann, hammermäßig, geht ohne was mich denn da los? Ich komm später nach. Du hast ihn gehört, Gabe. Los! Weiß bloß nicht ins Gras, Fischer. No, weiß bloß nicht ins Gras, das schmeckt nie besonders. Hey, Fernandes, sieh mal. Ist das der Ort? Die Bassis? Hier geht die Party. Was auch immer? Jo. Wo das Leben beginnt. No. Hier hat's bei Stirb langsam schon so schön gehießen. Gehießen? Geheißen? Geheißen, oder? Geheißen. Kommen Sie nach L.A. war das, glaube ich? Kommen Sie nach L.A.? Mir macht das Leben noch Spaß. Weiß gar nicht, wo stand das Nakatomi Plaza? In L.A., oder? Thompsons? Ja. Freunde? Ich werde es mir näher anschauen. Jetzt gucken wir erstmal, was da los ist. Bin schon wieder auf anderen Faden hier unterwegs. Okay. Ja, scht. Ruhe. Obacht. Gabe? Redfield? Ich kenn's ja auch die halbe Welt, ey. Du lebst. Komm schon, immer dieselben Idioten in derselben Scheiße. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Ha! Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Ja, genau. Deswegen hast du auch den Brocken in der Buchse, du Vogel, ey. Musikwünsche? Na, das ist ja lustig. Komisch, das mit Barry wirkt irgendwie total cool und das mit den beiden Mädels, das wirkt so... Ha! Ja! Wir haben halt da noch was gemacht. Mit zwei Uschen. Ha, guckt euch das mal an. Ah, ich weiß nicht. Ja, wir sind trotzdem voll mit dabei. Oder? Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, scheiße. Ja. Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie so sieht's aus. So, ich laufe mal ein bisschen rum. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Genau. Komm, sehen wir uns im Gebäude. Sie natürlich nicht. Sie ist ja Pazifistin. Sie trifft hier gar keine Entscheidung. Sie, haut nur mal zu. Stinkt eine Chemikalie, Mensch. Ist ja, so heißt mein neues Aftershave auch. Stinkende Chemikalie. Obwohl mein Chemielehrer hat immer gesagt, stinkende Chemikalie. Köderflasche. Leere Flasche. Habe ich denn noch was für die leere Flasche? Sicherlich nicht. Explosive Flasche. Ich habe gar nichts. Willkommen am Abgrund, wahrer Furcht. Jawohl. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Echt mal, ich will hier gerade hauen.
Schön. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Nein, was? Sie haben aber echt mal, was ist denn hier los? Was soll denn das? Ja, gut. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh, sie Mann. Hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht was drüber. Ist denn das nur für eine Alte, ey? Begleite mich mal. Oh Mann, ey. Mit wem hat Barry sich denn da rumgetrieben, dass so weit bei rausgekommen ist? Du willst jetzt hier einen coolen Meme, wa? Ist aber nicht. Ich war hier hinten gerade beschäftigt. Stör mich nicht bei meinen Dingen, die ich hier vorhabe. Hier, guck mal. Munition ist da nämlich drin, du Pfeifenheinz. Der geht nicht auf. Hier ist der Bau-Dings, Bums. Guck mir nämlich erstmal ein paar Sachen an, bevor ich jetzt hier Randale mache. Ja, guck mal hier. Hier ist zum Beispiel noch eine Karte vom Fischerdorf. Ey, was ist denn? Machen hier einen Rabatz, weißt du? Und dann soll man hier die möglichst schönen Sachen nicht aufsammeln, ich sag das. Nee, Freunde, nicht mit mir. Ich bin Survival erprobt. Das klingt langsam schon wie mein Chemielehrer. Survival. So, können wir hier noch was draufhauen? Nee, wir haben nichts mehr, ne? Nee, wir haben nichts mehr. So, machen wir kurz einen Check. Hier haben wir frische 6 Patronen und 2 hier drin. Und hier haben wir 9 und 18. Das ist schön. Ich muss dir da drüben was. Ja, haha, das sagen die Männer immer, wenn ich hier unterwegs bin. Soll ich jetzt schon mitkommen oder was? Echt jetzt? Dein Ernst? Ja, ich komme noch mit, ist doch gut. Lauf, Hemdchen. Mann, ich hoffe, Fischer geht's gut. Ich hoffe, deiner Buchse auch, die sieht so ein bisschen komisch aus. Bei euch? Ja, wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Was ist denn mit deiner Buchse passiert, sag mal? Ach, du hast da so eine Dinger dran. Ich dachte schon. Ja, leuchte mal schön ruf da auf den Popo. Oh, Frauen müssen jetzt mal die Tür aufmachen. Let's get to the chopper. Glaubst du kannst den fliegen? So wie der aussieht. Wenn er repariert ist, aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Meine Erfahrung lässt uns Capcom nie im Stich, wenn es um solche Dinge geht. Aber wegfliegen lassen sie uns nie. Das wäre einfach zu einfach. Weil einfach ist. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen, Capcom. Nee, Quatsch. Also, ich kann mich nicht dran entsinnen, dass wir jemals irgendwie gekonnt im zweiten Level schon irgendwo weggeflogen sind. Nachdem einer gesagt hat, hol doch mal einer ein bisschen Zeugs dafür. Und deshalb gehen wir jetzt hier erstmal umher. Was war das jetzt? Wird jetzt auch nochmal angezeigt? Oder? Vielleicht hat er jetzt da gerade aufgesammelt. Köderflasche. Leereflasche. Ja, keiner weiß es. Merkwürdig. Ah, Moira. Alte Erna, warum hast denn du Munition? Gib mal her, ey. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Keine Waffe tragen wollen, aber... Das sind mir ja hier die Richtigen. Ey, da hat die noch Munition. Die hat hier auch noch schön ein Lebenszeugs und ein Fläschchen. Das lasse ich ihr aber mal, weil... Man weiß ja nie. Vielleicht brauchst du... Brauche Hilfe. Ja, brauche Hilfe. Mach mal auf. Moira. Tod hier weiter. So, hier. So langsam verstehe ich den Kniff dahinter. Oh, guck mal, das ist schon. Da drin gewachsen in die Kiste. Gebüsch. Hat jemand in die Kiste gebüscht? So, mach auf. Holt die aber aus, so. Ja, Wumms. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier das gesamte Gebiet abklappern und mal schauen, dass wir hier irgendwie was zusammenkriegen. Und ich würde der Moira echt gerne was in die Hand drücken, aber die will nicht. Die
Nimmt sich ja nicht mal irgendwie einen coolen Stein oder so. Nein, die ist nicht so cool wie die Kleine. Die ist echt... Claire? Die ist doch hier, oder? Also doch. Wir sind nicht allein hier draußen. Nach was? Wissen wir ja nur nicht, erst seit jetzt... Lallig? Komm, irgendwie auch die fühle ich lalle. Okay, kreis mich mal zusammen. Was ist denn jetzt los? Obacht! Ja, und drauf da. Bums. Zack, da gibt es gleich einen Erfolg für. Das nenne ich Teamwork. Ja, gut, wenn man das so nennen will. Nennen wir das so. So, ich klapper jetzt hier wirklich mit euch jedes Haus ab. Wir können uns dabei aber ja nur unterhalten. Wir können uns auch ein schönes Thema aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal... Ja, gute Frage. Was erzähle ich euch jetzt? Was habe ich denn heute so getrieben? Wahrscheinlich nicht sehr viel Spannendes. Ein Treibstoff. Ich habe eine Bohrmaschine. Der Eingang ist blockiert. Wir brauchen eine Bohrmaschine. Claire, wir brauchen eine Bohrmaschine. Ich habe heute ja nicht so viel getrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute... Ey, jetzt zieht doch einer an der Kettensäge, oder? Jetzt machen wir mal Butter bei die Fische hier. Erzähl euch gleich, was los ist. Also, braucht euch nicht drauf freuen, so spannend ist tatsächlich nicht, was ich heute getrieben habe. Aber er hat gerade ihn an eine Kettensäge gezogen. Und das, Freunde, das ist aber mal eine Nachricht wert. Ich weiß, da oben auf der Karte wird mir angezeigt, wo ich hin muss, aber ich mische jetzt natürlich gerne noch das eine oder andere. Claire, guck doch mal, was da oben, was ist denn da? Da kannst du mal schön draufballern. Klimpel! Turmemblem! Haben wir jetzt hier jemanden auf den Plan gerufen? Nö. Sein können. So, ich nehme mal wieder Gitte, weil die muss sowieso die Kiste jetzt hier gleich aufmachen. Hier ist keiner. Keiner da. Also ich meine, das Prinzip hier auf jeden Fall verstanden zu haben, warum es hier ungefähr geht, aber ich finde es dennoch so ein bisschen unpraktisch gemacht. Oh, zwei Schlösser. Wenn da nicht was drin ist, Freunde, wenn da nicht was drin ist. Und? Na, aber hallo. Auf Anhieb hier. So, was ist drin? Nochmal eine Teilebox. Werd ja narrisch. Claire. Wie geil. So. Jetzt, immer wenn ich was erzählen will. Ich renne leider mein Leben, wenn der jetzt hier kommt. Den Kollegen kennen wir doch schon aus anderen Teilen. Der ist immer sehr biestig. Von da kann ich mit ihr nicht weit. Ich muss sie nehmen. Und hier meine Flinte. Wollt ihr erstmal die Teile daran bauen? So ein bisschen ein hier. Nicht, weil es gruselig ist, aber die sind meistens richtig gefährlich, die Kollegen. Was ist denn hier? Bist du das? Kollege, lebst du noch? Bist du ein Jutta? Bist du ein Böser? Hallo? Pedro! Erschreck mich nicht so, Claire! Alter, du hast mal hier erschrocken, ey! Bist du bescheuert? Du machst hier ihn auf Bohren, Piet? Könnte ich sie bestimmt durchbohren. Boah, ist ja ein Arsch offen hier, ey. Und ich denke, hier Kettensägen-Piet ist am Start. Hier meine Gedanken, weißt du? Du bist hier am Bohren, ey. Der Kollege, die holt noch mal in der ey. Da steht er da und flankt da seine Waffe an. Seine Bohrmaschine. Was ist denn hier los? Oh, eine Uzi. Ja, damit. So, hier ist noch ein kleines Tagebuch eines Reisenden. So, ich mach's für euch nochmal auf, damit die lesen wollen, lesen können. Seite 1, Seite 2, 3, 4, 5 und 6. Soll ja keiner sagen, ich nehme hier nicht Rücksicht auf meine Freunde. Und ihr alle seid meine Freunde. So, hab ich jetzt... Wir könnten deinen Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No problema. Sag mir nur, wo es lang geht. No problema. Kommen mit hier hoch. Sie bohren. Wo war denn das jetzt? Du hast mir voll aus dem Konzept gebracht hier, Pedro Bohrpiet. Dein Rummelzwirbel. Wo war denn das? Hier, gucke. Hier ist Fuel drinne. Please open.
Pedro! Komm her. Bin ich hier richtig? Ja, natürlich bist du hier richtig. Haltet Abstand. Bin ich hier richtig? Bin ich hier im richtigen Spiel? Nee, du bist beim Abrisssimulator, glaube ich, irgendwie noch übrig geblieben. Oh. Oh, da sind sie wieder. Freundchen. Heurika. Zack. Und bam. So, der ist hin. Da ist noch einer. Guck dir den an hier, der. Was hat der da im Kopf? Was ist da was? Gib dir mal. Wow. MC Hammer Joe. Alter. Ja, so ist fein. Immer ruf da. Kann ich mir schön die Munition sparen. Alter, ouchen. Was ist da noch so einer? Ich müsste nur irgendwie mal hier mal in den Skinny Pie drin. Hör mal auf. Lass ich mal rein hier, ey. Ich hab Aua. So, jetzt benutzen. Ah, wo ist denn jetzt hier meine Bandage? Da. Wollt man doch jetzt hier auf den Arm nehmen, oder? Wie kann ich das denn jetzt hier benutzen? Na, hier. Alles klar. Macht ihr denn da? Kuschelt ihr? Ah, gut. Mann, so viel Klimpelkram da im Inventar. Sehr schlimm. So, Feuerrate und Kapazität. Erhöht die Munition. Ich höre die Stufe mehr. Munition kannst du dafür aufheben. Na ja, gut. Verbesserte Feuerrate. Na komm. Das ist Stufe 2, da hatten wir ja Stufe 1 schon. Jetzt gucke ich mal hier. Schnellladen und Schaden. Machen wir noch Kapazität rein. Und Schaden natürlich. Und hier kann die... Hoppala. Ach so, das geht nicht? Doch, warum? Ach so, nee, das ist nur für die anderen Waffen. Alles klar. Habe ich voll verstanden. Schnellladen muss aber sein. Kapazität... Ja gut, dann sparen wir uns den Rest. Was soll der jetzt? So, kommen die jetzt hier auch rein? Hoffe nicht. Oh doch. Da sind sie. Da sind sie. Die klippen schon durch die Tür hier. Kann ich trotzdem erwischen hier? Ne, kann ich nicht. Die hängen hier alle nur ganz... cool. Vor der Tür. Oh doch, das geht so ja. Auf, mein Freund. Mann, jetzt schieße ich hier dreimal daneben. Bin ich denn blöde oder was? So, meine Güte, ey. Das ist ja voll die Munitionsverschwendung. Zack. Zack. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dass die Alte da vorhin noch Munition in der Tasche hatte und ich die abluchsen konnte. Ja, du bist... Da ist ja noch einer. Das wird ja narrisch. Alter Schwede, ey. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, hau auch mal. Du hast auch eine Flinte und du hast unendlich Munition im Gegensatz zu mir. Ja, hau mal rauf da. Spielt mal alle ein bisschen mit hier. Guck dir ihn hier an. Ist hier was los, ey? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und für euch ist jetzt aber hier auch mal Feierabend. Ich find's echt lustig, dass man die von hier aus abschießen kann. Boah, er kann mich auch treffen. Na, dann, na gut, dann sind die Fronten ja gleich. Hat er für kurzen Augenblick Gewissensbisse, aber jetzt kannst du mir mal am Arsch lecken, Kollege. Zeigt er jetzt schon. Was jetzt? Was ist jetzt? Jetzt! Auf die da. Jetzt! So, was ist denn jetzt mit ihm hier? Können wir dem nicht auch mal irgendwie noch eine verpassen? Ich hab gleich keine Muni mehr. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich komme. Kollege. Feierabend hier. Los mit lustig. Steht da und guckt durch die Tür. Also manchmal glaube ich's ja nicht. So, da stinkt einer. Huh. Mann, ey, Kollege, du bist mir echt keine große Hilfe hier. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du jetzt da hinten die Tür aufgedröselt oder was? Wo war denn das hier hinten, wa? Wie schwer für dich hoffen. So, gucken wir mal.
du hier geleistet hast. Er ist ja immer noch zu. Du musst jetzt hier bitte mal aufmachen. Ist ja nicht zu glauben mit dir, ey. Kann ja noch einen Schluck trinken und wir jetzt kommen hier wieder irgendwelche Unholder. Ja, aber wirklich die Munition aus. Ah? Das wackelt hier alles. Hast du noch irgendwas bei? Moira. Du hast hier zwei. Gib doch mal her, ey. Wir sind drin. Danke dir. So. Mann, ey. Die alles hortet. Was ist denn schon wieder los hier? Guck mal, 30 Schuss. Dafür hat sich das gelohnt. Doch mal meinen. Da ist ja schon ordentlich was los hier in Episode 2, in den ersten paar Minütchen. Und das clevere Auge wird jetzt merken, Moment mal, warum ist denn das Video jetzt hier schon zu Ende nach guten 20 Minuten? Es tut mir sehr leid, aber im Gesamtvideo ist eine so krumme Zahl bei rumgekommen, dass ich das Video fairerweise mal in 5 gleich große Häppchen aufteilen musste. 4 oder 5 sind es, glaube ich, damit das Ganze hinten nicht mit irgendwie so einem 7-Minuten-Schnipsel aufhört. Aber ich verspreche euch, dafür werden wir fleißig Nachschub auf dem Channel hinterlassen, dass ihr nicht leer ausgeht. Bis dahin sage ich Tschüss.